Dann gucken wir mal. Das scheint ja wieder in die andere Richtung zurück zu sein. Und jetzt wieder Viecher? War ja klar, war ja logisch. War ganz logisch, dass ihr wieder kommt. Kommt auch ein Wurm? Nö, kommt kein Wurm. Dann ignoriere ich euch einfach mal und gehe bis hierhin weiter. Weil hier ist mehr Schatten. Kommt ihr hier auch hin? Gut. Zu denen hatten wir gar keinen Tagebucheintrag, oder? Oder habe ich das nur übersehen? Wie viel kommen denn noch? Alter. Irgendwas kommt mir jetzt gerade nicht koscher vor. Kann doch nicht sein. Oh, war das? Das war. Hatten wir zu denen... jetzt habe ich mich geheilt. Egal. Hatten wir zu denen einen Tagebucheintrag? Wow. Direkt mal die Glatze verbrannt, nur weil ich da hochgegangen bin. Oh, geht doch. Dann mach mal auf, Gute. Ich würde sagen, wir sind wieder auf dem Rückweg zum Portal, ne? Weil wir haben ja unsere Teile. Okay, jetzt habe ich sie alle. Zeit für die Rückkehr. Ich muss hier so schnell wie möglich weg. Also waren wir noch nicht auf dem Rückweg. Wenn alles klappt, bringt mich das Portal dann dahin, wohin ich gehen muss? Ich glaube nicht, dass es Probleme gibt. Das Portal wurde wohl von den Ätherwächtern im Lager der Menschen zerstört. Jetzt haben sie keinen Zugang dazu. Ich glaube nicht, dass sie wissen, wo du steckst. Sie müssen glauben, dass du nie zurückkommst. Die Erwartung wird enttäuscht. Das ist gut. Gefällt mir. Wo passiert denn jetzt wieder was? Ich muss in die Richtung. Ich gekommen bin. Ach, da ist meine Flammenfreundin. Mal hier rüber. Ach, jetzt ist meine Flammenfreundin da. Zeigst du mir den Weg? Ach, die ist am Portal. Ah. Das Portal ist bereit. Zeit zu gehen. Was passiert hier? Hoppla. So sieht also die Wurzel allen Übels aus. Da gucken wir aber rein. Riesenwurm. Ein gigantisches Lebewesen der Wüste, so groß wie ein Berg und mit mehreren starken Tentakeln bewaffnet. Der Riesenwurm ist ein wahrhaft furchteinflößender Gegner. Okay, so viel hätte ich jetzt auch gewusst, ohne dass ich das durchlese. Sieht aus wie ein altes Monster. Was ist das Monster? Autsch! Tut mir leid, Ayumi. Ich habe sowas auch noch nie gesehen. Na super. Gut, mal sehen, was wir dagegen machen können. Oh, das wollte ich nicht. Ich hau einfach mal da drauf. Der Gestank ist unerträglich. Also ich glaube mal, ne, dass ich Technik schon weiß. Ein lebendes Wesen kann nicht so dermaßen stinken. Ach doch. Egal wie hässlich es ist. Du hast noch wohl noch nie den Furz einer Katze gerochen. Aua.
Oder ein Hund. Das ist auch geil. Autsch. Oh, Autsch. Autsch. Ich glaube, ich habe ein Stück abgeschnitten. Da ist, glaube ich, wieder ein Stück abgegangen. Aber bisher haben wir noch nicht so übermäßig viel Schaden gemacht. Ja, das sah jetzt aus, als wird der sauer. Oh, ouch. Ja. Blah. Oh. Okay. Jetzt spuckt er noch irgendwas. Ach nö. Ach nö. Ich meine, war ja vorauszusehen, dass noch solche Würmerchen dabei kommen, aber. Autsch. Bams. Oh, weg mit dir. Oh. Oh, 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 oh. Ah, da ist die Sonne natürlich gar nicht hilfreich. Das ist wohl wahr. Au, was war das? Ich glaube, unser kleines, ich bin fast tot, Ebenbild kämpft da gerade gegen die Sandwürmer. Gegen die kleinen Furzviecher. Weil ich fast tot bin. Ich hätte gerne Heilung. Ich hätte gerne eine Heilung. Ah, da kommt die Heilung. Autsch. Ah. So schnell kann ich nicht reagieren. Autsch. Oh. Okay, ich bin nicht tot. Ich hätte jetzt wetten können, ich bin tot. Heilung, ich hätte gern Heilung. Da ist Heilung, Locke. Hm, allerdings haben wir jetzt eine Helferin da hinten. Jo, das war noch gar nicht mal schlecht. Oh! Wäre beinahe schief gegangen. Und da kommt schon wieder was geplumpst. Oh nein! Ah. Wer wirft denn da? Ach, der da hinten? Das ist aber unfair. Ah, ich glaube, unsere Helferin ist platt. Autsch. Autsch. Oh, das sah gut aus. Autsch. Sehr viel Leben hat es nicht mehr. Ich frage mich gerade, was da jetzt noch kommt. Und bis jetzt ist der Kampf hier nämlich im Vergleich zum letzten Bosskampf ein schlechter Scherz. Das muss man ganz klar sagen, der letzte Bosskampf war wesentlich epischer. Und der hier ist auch jetzt nicht sonderlich spannend, wie ich finde. Oh, ouch.
Ah, Mist. So, und drupp und drupp und drupp und drupp und daneben. Take this. Take this. Und das war auch daneben. Höber ist ja fast tot. Wir haben es gleich geschafft. Wenn wir jetzt nicht hier noch einen blöden Fehler machen. Ich sehe mich gerade nicht. Aber macht nichts. Hauen wir einfach mal weiter. Ach ja. Ja, ja, ja. Oh. Wisst ihr, was das Schlimmste daran jetzt war? Da der Wurm ja offensichtlich ziemlich stinkt, stelle ich mir gerade vor, wie das riecht, wenn man da drin ist. Boah. Autsch. Mal eben von so einem Wurm rausgekotzt zu werden, ist glaube ich nicht so toll. Okay, Heilung. Wow. Das war jetzt überraschend. Jetzt ist alles in Ordnung. Okay, dann drücken wir dir mal die Daumen. Ja, dann drücken wir mal die Daumen. Wow. Ich fast auf dem Weg zurück zum Portal. Nächster Halt sind die Ätherinseln. Ja, warten wir mal ab, ob das wirklich so ist. Bleibt beim Kampf gegen eine Gruppe von Feinden nie auf der Stelle stehen. Ach! Wow, die Ätherinseln. Hier ist alles voller fliegender Korallen. Sie halten wohl das ganze Land in der Schwebe. Fantastisch! Sieht schick aus. Was stand da mit einem neuen Outfit? Ich habe das neue Outfit hier sogar schon an. Oh, Lack und Leder. Hm. Okay, dann nach da. Hier kann man sogar runtergehen. Ich dachte jetzt, wir müssten uns hier überall so durchsmashen. Darf ich mich hier mal umgucken? Schon schick. Oh, gefällt mir. Ayumi, du hast die Ätherinseln erreicht und da noch so schnell. Ich hatte das richtige Gefühl bei dir. Ich bin auf ein paar Menschen gestoßen. Ja, sie haben zwar geholfen, das Portal zu blockieren, aber sie sind nur Schachfiguren. Ihre unbedeutenden Anstrengungen sind ohne Belang. Woher weißt du das alles? In der Gilde habe ich gelegentlich eine Vision von einer Teleportkugel. So habe ich erfahren, dass zwischen den Ätherwächtern und dem General des Chaos ein Waffenstillstand besteht. Das hat mich überrascht, weil die beiden Seiten seit Anbeginn der Zeit miteinander kämpfen. Ayumi, ich sah in der Vision auch deinen Freund. Zero, wie geht es ihm? Die Ätherwächter haben ihn mit den anderen gefangen genommen. Du musst dich beeilen, solange er noch am Leben ist, Ayumi. Wenn ich richtig liege, wissen die Ätherwächter und der General des Chaos noch nicht, dass du für sie eine Bedrohung darstellst. Was meinst du damit? Ich verstehe nicht, warum die Ätherwächter Zero und die anderen Menschen gefangen halten. Es wäre doch einfacher, sie alle zu töten. Was, wenn sie ihnen noch etwas viel Schlimmeres antun wollen? Was, wenn sie Experimente mit ihnen machen wollen? Ach, ich denke besser gar nicht dran. Zero hat mir immer gesagt, das Gefängnis sei für ihn schlimmer als der Tod. Ich muss ihn befreien. Ja, dann tun wir das doch einfach mal. Aber nicht mehr in dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde jetzt eine Aufnahmepause machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao.